Hallo, mein Name ist Beck Hanserk, komme aus Mauren im schönen Landkreis Donau-Ries, betreibe einen biologischen Betrieb mit 115 Hektar im Nebenerwerb. Bewirtschafte seit 2001 biologisch und seit 2005 pfluglos. Dieses System hat nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut funktioniert. Es hat Fachwissen gefehlt, dass ich mir mit der regenerativen Landwirtschaft über den Bodenkurs in den Betrieb geholt habe. Mein Name ist Friedrich Ott, ich bewirtschafte mit meiner Frau Gertraud in Pfäfflingen, das ist bei Nördlingen im Zentrum vom Ries, einen landwirtschaftlichen biologischen Betrieb. Schwerpunkt Ackerbau, ca. 60 Hektar Ackerland. Ja, nachdem mein Sohn vor 2 Jahren unter anderem den Bodenkurs bei Friedrich Wenz und Dietmar Näser besucht hat, hat er mich mehr oder weniger inspiriert mit dem Thema regenerative Landwirtschaft. Und seitdem setzen wir auch Mikroorganismen, Untersaaten und so weiter auf unseren Betrieb ein. Ich komme vom Hof am Goldgrund bei Wörth am Rhein. Wir haben zu Hause Mutterkühe, 29 Stück, und Ackerbau an die 70 Hektar. Sind Biobetrieb schon seit über 35 Jahren und ich bin jetzt quasi so der Nachfolger, der nachrückt. Komme gerade frisch gebacken von der Uni und mein Vater hat schon lange mit den Themen von Friedrich Wenz und Dietmar Näser eben zu tun gehabt und hat gemeint, Junge, das muss ich dir angucken und ich muss ihm absolut recht geben, weil das, was man heute in der Uni lernt, das ist okay, aber es reicht eben bei weitem nicht aus. Und gerade deswegen ist es für mich auch sinnvoll, mich da weiterzubilden. Ich bin der Rainer Müller, komme aus Backnang, komme aus einem Schweinehaltungsbetrieb mit Ackerbau. Wir sind ein konventioneller Betrieb, sind aber schon seit langen Jahren immer auf der Suche, wie kann man Innovationen finden, wo man weniger Pflanzenschutzmittel oder effizientere Dünge Mittelausnutzung hat. Und machen Zwischenfruchtmischungen schon seit fast 10 Jahren und sind dann im Rahmen dessen auf der Suche einfach auf den Bodenkurs aufmerksam geworden. Und dann war ich letztes Jahr mit meinem Sohn zusammen bei dem Tagesseminar bei Michael Reber auf dem Betrieb und dann haben wir uns entschieden, dass einer den Kurs macht und mein Sohn hat dann gesagt, am besten gehst du, weil manchmal ist einfacher, die Innovationen bringt der Ältere mit, der Jüngere kann er leichter überzeugen. Warum tue ich mir sowas an mit einer Fortbildung? Weil ich mit meinem Betrieb auch so nicht richtig weitergekommen bin. Ich bin mit der Sache 2016 bei einem Grünlandkurs bei EM Chiemgau in Rosenheim aufmerksam geworden und da war das faszinierend. Ich habe noch nie richtig einen Boden mit einem Spaten begutachtet und bonitiert und auch nicht mit der Bodensonde und das war ein immenser Aha-Effekt für mich. Diese Fortbildungsgeschichte mit dem Dietmar Näser und seitdem bin ich da auch mehr dran und habe mich dieses Jahr dazu auch entschlossen, den Bodenkurs zu machen, um in dieser Materie stärker einzusteigen. Und ja, dadurch, dass bei uns halt die Biogasanlage den ganzen Betrieb trägt, auch finanziell, stellt der Ackerbau auch die nachwachsenden Rohstoffe für die Biogasanlage zur Verfügung. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, für mich ist wichtig, dass ich dem Boden auch wieder was zurückgebe. Und zwar nicht nur in Form von Gülle, sondern auch in Form von Bodenleben und Humus. Ja, also für mich oder für uns als Betrieb, für unsere Familie und auch für unseren Partner Stadtwerke Schwäbisch Hall ist es wichtig, dass auch die Biogaserzeugung die Wortsilbe Bio auch verdient, ja, dass das nachhaltig ist, die Produktion von den nachwachsenden Rohstoffen. Da stehen wir auch am Pranger als Biogasbranche, ja, und ich muss sagen, leider nicht ganz zu Unrecht, ja, und wir versuchen, dass wir das so nachhaltig wie möglich machen, ja. Sprich mit Humusaufbau, mit erosionsmindernden Maßnahmen wie dauergrünem Anbau. Mhm.
Mich hat überzeugt das ganzheitliche System, dass alle Bereiche ineinander verknüpft wurden. Und ich habe in 3 Tagen Theorie nicht eine Minute gedacht, oh, jetzt ist aber langweilig oder das passt jetzt nicht. Es war einfach nur spannend. Ne? Und das alles miteinander zu verknüpfen, Bodenbiologie und Bodenchemie und ja, Bodenleben, Begrünung, Untersaate, dass das alles irgendwo zusammengehört und das hat alles einfach Sinn ergeben. Und das, ja. Eigentlich dürfte das auch vom Wetter her, also so jetzt kommt feuchte Gare oder Schattengare. Ne? Immer dann, wenn der Boden dermaßen eckig bricht, hast du die Laufgärung. So, und wenn hier Weizen stehen würde und die ätherischen Öle, die der hier gut schmeckbar produziert, sind die Basis dafür, dass sich die mikrobiologische Gemeinschaft vervielfältigen kann und die Pilzmikroflora sich ja auch etablieren kann.